Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf unserem Kanal von Gate to the Games. Und heute haben wir für euch mal das Hero Attacks Starter-Set zur neuen Serie von Marvel's The Avengers 2 Age of Ultron, was für Hero Attacks jetzt die dritte Serie schon ist. So, was in dem Starter-Set alles drin ist, seht ihr hier oben. Ich zeig's mal in die Kamera, wenn ich hinkriege, genau. Da haben wir also ein Sammlermagazin, ein Spielfeld, die Sammelmappe und ein Hero Attacks Päckchen, auch Booster genannt. Kostet 12,99 UVP. Bei uns im Shop gibt es das für 6,95. So. Zusätzlich ist natürlich noch eine limitierte Karte enthalten. Wie man es gewohnt ist von den Hero Attacks oder Tops Startern allgemein. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an, was da drin ist. Das Set umfasst insgesamt über 200 Karten, hat verschiedene holographische Karten dabei, Hero Attacks Foils, Mirror Foils, Rainbow Foils und so weiter. Und natürlich auch limitierte Karten, an die gehen wir jetzt mal gleich ran. Da haben wir jetzt einmal die limitierte Karte. Das ist ein Captain America, limitierte Auflage LEC mit 82 Abwehr und 88 Angriff, wie man sieht. Und hier haben wir die 5 Karten dazu. Da haben wir jetzt sogar noch eine Moviekarte dabei. Iron Man Nummer 196. Sehr cool. Und eine Darlene Wilson. Volstagg. Komodo. Und eine Hulk Puzzlekarte. Das sind also die Karten, die im Starter-Set dabei sind. Doch es geht eigentlich im Starter-Set vielmehr um die limitierte Karte und um das Set an sich. Denn hier hat man zum einen die Sammelmappe mit drin, diese hier, in denen man natürlich super die ganzen Karten aufbewahren kann. Und zum anderen hat man hier auf der Rückseite eine Kartenliste mit allen Karten des gesamten Sets, die man sich ankreuzen kann, um zu schauen, welche Karten einem noch fehlen. Das ist natürlich schon ziemlich praktisch. Auf der Rückseite geht es weiter, hier sind praktisch die ganzen Base-Cards, Helden, Schurken, Moviekarten und auf der Rückseite hier, ja gut, das ist Disney Channel Werbung, Gravity Falls, das interessiert uns jetzt erstmal nicht weiter. Das kann man dann hier ganz einfach oben, falsch rum, oben hier reinstecken und schon hat man eine Original Hero Attacks Sammelmappe mit einer Kartenliste dran. Und genug Fächern für all eure Karten, beziehungsweise für jede Karte des Sets. Na, wunderbar. So, da haben wir die Sammelmappe. Da kann man jetzt natürlich die Karten gleich reinmachen. Und kann so praktisch alle seine Karten wunderbar sammeln und mit dieser Checkliste hier abarbeiten. Ist man ja gewohnt so von Tops. Was haben wir noch dabei? Dabei haben wir noch eine Beschreibung aller Karten, coole Quizfragen, sehr cool, und eine Bildercheckliste. Hier haben wir jetzt erstmal drin, wie das Spiel funktioniert. Dazu sage ich jetzt erstmal nichts, das kann man ja hier nachlesen, ist ziemlich easy, aber macht eigentlich sehr viel Spaß. Und hier haben wir nochmal eine Beschreibung der Karten. Was sind Moviekarten? Was sind Puzzlekarten? Was sind Waffenkarten? Was sind Holo- und Mirrorfoil-Karten und so weiter. Und auf der Rückseite haben wir ein riesiges Poster. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht reinpassen ganz. Auf dem alle Karten abgebildet sind. Da kann ich auch gerne nochmal reinzoomen. Hier sieht man jetzt praktisch jede einzelne Karte. Man kann sich da oben auch die Mirror Foils, Avenger Foils und so weiter alles anschauen. Zack. Und ein Schnellquiz war da oben auch noch mit drauf. Hier stehen noch ein paar Infos zur Topstour, zu den limitierten Karten. Und so weiter und so fort. Soweit zu dem Bonusheft, das mit drin ist. Und dann haben wir hier noch das Spielfeld, das Hero Attacks Spielfeld, das man dann eben einfach benutzen kann, wenn man gegeneinander spielen möchte. Genau, das braucht man jetzt zwar nicht, aber es sieht natürlich schon besser aus
als wenn man die Karten einfach auf den Tisch legen würde. So, das war's dann auch schon. Ihr seht also Sammelmappe, limitierte Karte, 5 Karten so, das Spielermagazin mit Beschreibung, Quizfragen, Bilder-Checkliste, die Kartenliste an sich und dann natürlich das Wichtigste, die Sammelmappe, in die alle Karten reinpassen. Soweit, das war's von uns. Wenn ihr Interesse an dem HeroTech Starter Set habt, könnt ihr gerne bei uns im Shop vorbeischauen. Da bieten wir das, wie gesagt, für 6,95 an. Und auch die Einzelkarten, Booster, Displays und so weiter, die Tinbox, die jetzt bald rauskommt, könnt ihr da alles günstig kaufen. Und das war's dann soweit von uns. Bis dann!